Willkommen zurück bei Fran Bo. Und auch wenn wir momentan keine Fran hier sehen, wir spielen uns Mr. Midnight. Und in der letzten Folge ist Fran hinabgefallen, wir sind ihr nachgesprungen und Tante Grace ist erschienen und aber auch der Doktor und hat ihr neue Medizin gegeben und seitdem ist sie weg. Ich weiß nicht, wo sie ist, seht nur mal. Das kann doch nicht sein, oder? Die ganze Kleidung liegt hier. Kannst du ihre Fährte aufnehmen, Mr. Midnight? Fran Shu! Das sind Fran Strümpfe! Eine von Fran Schuhen! Oh, seht euch mal diesen Baumstamm hier an! Hässlicher Baum! Ich zerkratze dich, du böses Ding! Kätzchen? Kätzchen, hör auf! Was sagst du da? Fran, mein Liebling? Bist du es? Das kann nicht sein! Was ist los, mein Schatz? Natürlich bin ich es, wer sonst? Fran! Du bist ein Baum! Sei nicht albern, hilf mir doch! Oh Gott! Warte mal, wo sind meine Hände? Warum kann ich mich nicht bewegen? Wenn ich es dir doch sage, du bist ein Baum geworden! Was? Aber wie? Oh Mann! Das war wohl das Ende der Reise. Das große Monster war es, ich weiß es. Er will uns nicht nach Hause lassen. Ich hoffe, er kommt nicht zurück. Es war sehr gruselig. Er kommt immer zurück. Ich glaube, ich erinnere mich an ihn. Aus dieser Nacht, in der Mama und Papa starben. Oh Gott. Komplett falsch synchronisiert. Das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich weiß auch nicht, was hält ihr davon? Soll ich sie wie einen Baum sprechen lassen oder denkt ihr, dass ich sie wieder mit Fran-Stimme machen soll? Ich mach's mit Fran-Stimme, okay? Das glaube ich am besten, weil sonst komme ich da durcheinander. Ich dachte am Anfang, das wäre überhaupt eine andere Person. Kätzchen, ich möchte nicht darüber reden. Ich will nur nach Hause. Aber du bist ein Baum. Ein Baum. Ich kann dich nicht nach Hause tragen. Außerdem weiß ich gar nicht, wo wir sind. Muss ich sterben, Kätzchen? Sag es mir. Sag das bitte nicht, Fran. Verlass mich nicht. Aber ich fühle mich so schwach. Amka. Ich nehme Haula. Kolke, kolke, ich runma. Pasku Haula ni. Ich ni jokle wanti. Ah, Vorsicht! Warum greifst du mich an? Könntest du mir bitte sagen, wo ich bin? Haula, Kolke, Haula! Hör auf, oder ich kratze dich! Haula, runma, Igni! Was sagen Sie da? Oh mein Kätzchen, warum geschieht das mit uns? Haula! Hör auf, mich anzugreifen, bitte! Ich bin keine Gefahr! Haula, Igni, Wanti! Kätzchen, hilf mir! Finde meine Tasche, bitte! Vielleicht hilft sie mir! Ich schau mal, was ich tun kann, Fran! Auf meine Freundin anzugreifen, du Karotte! Ein altes Gemüse, das auf einem Boot sitzt. Ein hölzernes Boot. Okay, wir können hier rüber. Oh, hier ist die Tasche. Oh, diesen Stein nehme ich mit. Er glänzt. Oh, wie geil! Das Inventar, guck mal, das ist sein Maul. Benutze Mondstein mit dem? Ich versuche es sicher nicht. Ah, okay, na das war ja einfach. Oh, das war nicht einfach. Okay. Dinge auszuprobieren ist gut, aber in diesem Fall hilft es nicht.
könnte das funktionieren? Ich sehe die Tasche meiner Freundin. Was passiert, wenn ich mit dem Mondstein hier... Okay, kann ich auch nicht machen, aber den Mondstein vielleicht irgendwie mit der Kleidung. Mit dem Boot. Okay, das kann ich nicht nehmen. Das ist ja knifflig, Leute. Aber Katzen können ja eigentlich auf den Baum, auf Bäume klettern, oder? Ah, ich glaube, ich weiß es. Hier drehen. Jawohl. Und einklemmen. Oh Mann. Ha. Ich hab die Tasche. Und das nur, weil ich der Beste bin. Yes, das bist du. Und jetzt gucken wir uns mal das hier an. Ein mysteriöses Buch. Das kann ich nicht lesen. Okay, wie können wir jetzt Fran helfen? Gemüse, Gemüse, Gemüse. Warte mal, wir haben ein Messer. Es klappt nicht. Können wir es anzünden? Okay. Und wenn wir ihm das Foto zeigen? Anum? Nihauka? Ah, Runma! Paskin Altau! Was? Wo bringst du mich denn hin, Herr Gemüse? Sie wollen dir helfen, Fran! Ich kann es fühlen! Uke, Runma, Epo! Hab keine Angst, mein Liebling! Kätzchen, halte sie auf, bitte verlass mich nicht! Ich werde bei dir bleiben. Galoppma, Galoppma. Oh, wie geil. Kapitel 3. Wachkoma. Itmenball Menokaisbe. Tja, Nihaula. Oanum. Jesma Igten, Gaskar. Imitan, Ulf Niol. Gaskar, Tio O. Willkommen, Kreatur. Mein Name ist Tia. Sprichst du Mensch? Oh mein Gott. Ja, tue ich. Endlich. Mein guter alter Freund Rüde hat mir erzählt, dass du ihm ein Bild gezeigt hast. Mit 4 Menschen und einer Katze. Ich nehme an, du bist eine von ihnen, das kleine Mädchen. Vergib meinem guten Freund, falls er dich erschreckt hat. Wir haben noch nie einen Menschen gesehen, also... Wir haben noch nie einen Menschen gesehen, der aussieht wie ein Baum. Ja, lass es mich erklären. Hohoho, wir brauchen nicht sprechen, mein Kind. Dieser Samen zeigt mir alles. Ibtem Manokaist Ekto, Ekto Pro, Ekto Prote. Okay. Oh Mann, das ist so schräg, Leute. Lass mich mal sehen. Du bist gut. Daran gibt es keinen Zweifel. Ein Sucher der Wahrheit. Das kommt in der Familie der Bows häufig vor. Ah, der Name ist Fran. Das Mädchen mit der Leidenschaft für das Leben. Ich sehe große Liebe zu deiner kleinen Kreatur neben dir. Eine Katze. Beschützer der Tore. Interessant. Siehst du alles in einem Samen? Sei still. Ich sehe noch etwas. Der Samen verbirgt nichts. Ich sehe eine Welt, die niemand sehen wollte.
niemand. Außer einem. Was meinst du mit außer einem? Du meinst das Monster? Du solltest nicht hier sein, Fran. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann, mein Kind. Ich verstehe, aber wie kannst du mir dann helfen? Wir können dich jetzt nicht gehen lassen. Es ist zu gefährlich für uns. Du hättest nie von unserer Existenz erfahren dürfen. Es muss einen Weg geben. Sag's mir. Bin ich tot oder was? Tot? Was meinst du damit? Du weißt schon, wenn man nicht mehr da ist. Außerdem ist es nicht normal, ein Baum zu sein. Ich muss tot sein. Der Tod ist nur die Abwesenheit von Liebe. Sobald man keine Liebe mehr spürt, stirbt man. Selbst wenn sich der Körper noch bewegt. Ich spüre noch Liebe für mein Kätzchen. Ich kann nicht tot sein. Bitte hilf mir. Kleine Katze, komm näher. Lass dich ansehen. Wie heißt du? Mein Name ist Mr. Midnight. Das ist ein sehr schöner Name. Glaubst du, Fran sollte nach Hause gehen? Ja, das tue ich. Sag uns den Heimweg. Ich flehe dich an. Ah, ich habe noch eine Frage. Bist du der König? Du bist herrlich. Ja, ich bin der König. Der König von Eterstar. Oh, welche Ehre, Eure Hoheit. Übrigens mag ich eure Blätter. Die sind schön. Hoheit, König, bitte, werdet ihr mir helfen? Warum wollt ihr so sehr nach Hause gehen? Der Samen erzählte mir eure Geschichte. Du hast nicht viel, zu dem du zurückgehen kannst. Es gibt trotzdem viele Gründe, Hoheit. Aber der wichtigste ist meine Tante. Sie wird mich beschützen. Ich möchte das Gefühl haben, dass sich jemand um mich kümmert. Ich bin total verwirrt und ich möchte da sein, wo es sich nach Hause anfühlt. Verstehe. Ihr seid sehr mutig. Ich möchte einfach nur nach Hause. Bitte helft mir. Es gibt Dinge, die ich nicht tun kann. Aber ich werde euch helfen. Ich führe euch zu der Tür, die nach Hause führt. Aber ihr durchschreitet sie auf eigene Gefahr. Wirklich? Oh, vielen, vielen Dank. Und wo ist diese Tür? Später. Eins nach dem anderen. Du musst in diesem Land gehen und sprechen können. Ja, das wäre wirklich toll. Ich fürchte, ich kann dir deinen menschlichen Körper nicht zurückgeben. Das kann nur der große Zauberer. Aber über ihn reden wir nach der Prozedur. Zuerst musst du unsere Sprache verstehen. Aber wie soll ich jemals eure Sprache verstehen? Isst diese Frucht. Boah, oh mein Gott. Deine Ohren und Zungen werden verstehen können, aber nicht deine Augen. Das heißt, du wirst nicht lesen können. Macht euch darüber keine Gedanken. Ich kann ja nachfragen. Entschuldigung. Verstehst du, was ich sage, menschliches Wesen? Ja, tue ich. Du klingst so nett. Unglaublich. Du hast ihn verstanden, Kätzchen? Nein, habe ich nicht. Ich verlange eine Frucht für mich. Die Katze, Eurer Hoheit. Du brauchst sie nicht, Mr. Midnight. Unser Land besteht aus Gerüchen und Geräuschen. Bald siehst du alles als deine eigene Welt an. Daran habe ich keinen Zweifel. Du schaffst das, Kätzchen. Und wisst ihr, warum ich ein Baum geworden bin? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich der Richtige bin, dir die Antworten zu geben. Nun, es ist Zeit für die Prozedur. Hast du Höhenangst? Nun, kommt auf die Höhe an. Wieso? Bring sie nach oben. Sofort. Wohin bringt ihr mich? Was habt ihr mit mir vor? Du sollst Arme und Beine bekommen. Alles wird gut werden. Ich werde auf dich warten, Fran. Ich liebe dich. Oh Mann. Jawoll.
Also, das Character Design ist ein Hammer, Leute. Wow, sah gerade aus wie Fuchur. Oder? Guten Tag, mein Name ist Palondras und ich bin heute dein Arzt. Zu Diensten. Bist du der Notfall? Wow, fantastisch. Was für ein großes, schönes, flauschiges Ding. Entschuldigung? Oh, das tut mir leid. Ist nur so, dass ich noch nie etwas wie dich gesehen habe. Ich versuche immer noch zu verstehen, dass all das hier echt ist. Mein Name ist Fran. Ich bin ein menschliches Mädchen. Der König schickte mich, um Arme und Beine zu bekommen, damit ich nach Hause kann. Oh, ein Mensch. Ich glaube, wir können dir die Arme und Beine besorgen. Um das zu schaffen, müssen wir aber ein wenig weiterreisen. Bist du bereit, die Pfoten des Biests zu betreten? Welches Biest? Ich bin das Biest. Gehen wir. Da wären wir. Wow. Dieser Ort ist so schön und friedlich. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Danke, das ist mein Zuhause. Hier wurde ich geboren. Der Geist des großen Valokas erschuf es. Hier gibt es das reinste Wasser im ganzen Universum. Oh, wow, das klingt toll. Wer ist der große Valokas? Hast du noch nichts von den 5 Realitäten gehört? Er ist der König der ersten Realität. Vor langer Zeit war er im Krieg mit der Dunkelheit. Eines Tages fiel er. Er fiel so schlimm. Sein Herz war gebrochen. Er war ganz allein. Aber er kam nach Iterster und sein Blut färbte dieses Wasser pink. Darum ist es so rein. Eine sehr lange Geschichte. Wow, das klingt super. Ich meine, ich wusste nichts von anderen Realitäten. Und warum bist du hier? Ich brauche dich nach... Was brachte dich nach Iterster? Mein Kätzchen, Mr. Midnight. Und wir waren auf unserem Heimweg. Ich war so glücklich, ihn zu sehen und zu umarmen, aber dann fielen wir. Das große Monster, das mir folgt. Was hat es getan? Es zerstörte die Brücke. Er will mich tot sehen. Wer würde dich tot sehen wollen? Das klingt schrecklich. Ich möchte nicht darüber reden, aber Herr Doktor, warum bin ich ein Baum geworden? Ja, manchmal sind unsere Wünsche so stark, dass sie wahr werden. Du hast es getan, um dich selbst am Leben zu halten. Sieh es mal so, dein menschlicher Körper wurde zerstört, aber du wolltest Fran bleiben. Du wolltest dein Leben behalten. Also hast du diese leere Hülle genutzt, um all deine wertvollen Erinnerungen bei dir zu behalten. Es ist das erste Mal, dass ich einen Menschen einen Baum als Verpuppung nutzen sehe. Aber es ist gefährlich, dich hier zu haben. Das macht unser Land angreifbar. Ich habe mir das selbst angetan? Wow, aber Palondras, wie... Ich wusste nicht, dass ich überhaupt was getan habe. Du wusstest wirklich nicht, was du getan hast? Verstehe. Nun denn, als du nach Iterster gereist bist, hast du eine Tür zwischen deiner und unserer Realität geöffnet. Und durch diese offene Tür können unbekannte Monster auch in unsere Realität eindringen. Und wenn das geschieht, wird das Gleichgewicht vergiftet. Und es gibt nur einen, der die zweite Realität vergiften werden will. Das Monster. Das schlimme Schwarze. Es darf nicht schon wieder passieren, auf keinen Fall. Nicht traurig sein, Herr Doktor. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Oh, kleines Mädchen. Du bist so nett. Und du musst dich für nichts entschuldigen. Du bist etwas ganz Besonderes, aber... Konzentrieren wir uns auf deine Arme und Beine. Ja, Doktor. Soldat der Sonne, Geist des Wassers, gib Fran ihre Arme und Beine. Wie fühlst du dich, Fran aus Iterster? Wow, ich fühle mich wie ein schöner Baum. Ich habe Blätter. Freut mich, dass sie dir gefallen.
Ich hab dir gesagt, wir kriegen das hin. Das Wasser ist magisch. Es heilt alles. Alles? Glaubst du, kannst Mami und Papi wieder heil machen? Wie meinst du das, heil machen? Was stimmt denn nicht mit ihnen? Nichts, Doktor. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist der beste Doktor, den ich je hatte. Und du bist flauschig und schön. Ich hatte mal einen anderen Doktor. Dr. Dern. Ein böser alter Mann. So? Ich wette, zu schlimm war er nicht. Vielleicht hat er nur nach den Regeln gehandelt. Gehen wir jetzt. Ich setze dich bei der Station ab. Hier sind wir wieder. Zeige jetzt hier an dem König, welche nette Iteriastierin du geworden bist. Danke nochmal, Herr Doktor. Du musst mal meine Katze kennenlernen. Das wäre wirklich toll. Bis bald. Auf Wiedersehen. Oh, geil, oder? Seht euch das mal an. Boah, wie cool. Wir sind ein Baum mit Armen und Beinen und Gestrüpp auf dem Kopf, Blättern und Blumen. Coole Sache. Da bin ich ja gespannt, was der König sagt. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Bis dann.